Leute, es ist soweit. Es ist wieder Zeit für eine Quank Exploring Mission. Leute, es ist wieder eine Zeit und zwar für eine Quank Exploring Mission. Ich bin schon mal hier unten im Loch. Der Fredo und der Patrick kommen gleich. Der Sascha hält oben Wache. Und zwar werden wir heute mit dem Boot diesen kleinen Untergrundfluss exploren. Der Fredo ist ein bisschen verletzt, das heißt, auf den müssen wir besonders Acht geben. Deshalb haben wir dieses Seil. Hier das Equipment, unsere Taschenlampen und das Boot kommt jetzt gleich. Wie heißt unser Boot, Patrick? Hasso. Der Hasso kommt jetzt runter. Schaut euch dieses Paket an. Gar nicht drauf. Dann nimmt er den Drop. Kleines Verletzungsupdate von Peter. Erzähl mal, was ist da passiert? Ja, ich habe eine Bänderriss außen. Also ich darf noch keine Drops nehmen. 2 Wochen wird es noch dauern. Aber die Burschen passen ja auf mich auf. Safety Team ist natürlich auch da. Immer am Start. Der Geld findet gerade zu mir. Ja, der Hauser. Das alte Parcours-Urgestein, eine echte Legende, Leute. Bro, man hört uns wirklich laut und wir sollten ein bisschen leiser reden. Ihr habt das gehört. Ihr müsst leise sein. Es wird jetzt Zeit, das Boot aufzublasen. Ihr kennt es ja schon vom alten Wasservlog. Das wird ein Workout. Männer, seid ihr bereit? Yes, los geht's. Aber rein in die Pumpe rein. Die Maloche ist vollbracht. Schaut euch dieses Ding an. Patrick aufgepumpt wie eh und je. Oh ja, Bro. Let's go, Leute. Und hier, meine Freunde, geht's gleich runter. Alter, schaut euch das an. Wir wollen euch nicht zu viel zeigen, aber das ist die optimale Halfpipe. Ich hab Bock. Bock, Leute, Bock. Der Patrick kümmert sich da wieder noch um die Details, die gar nicht mehr notwendig sind. Der Dominik mag absaufen hier, gell? Der alte Perfektionist. Jetzt ist das fertig, das Ding. Na gut, Leute, wir lassen ihn jetzt zu Wasser. Die nächste Hürde ist es, dieses Boot, diese Leiter runterzubringen. Aber das schaffen wir schon, oder? Das machen wir wieder Jack Sparrow. Schaut euch mal diese Leuchte an. Ich sag's euch, da kriegt man Kopfweh, wenn man zu lange ins Licht sieht. Boah! Vorsicht, Kopf. Übrigens, Leute, hier ist ein kleiner Vogel. Der Patrick ist zwar Biologe, kann uns aber nicht sagen, was für ein Vogel das ist. Auf jeden Fall hat er hier sein Nest. Aber das lassen wir lieber in Ruhe. Leute, während die zwei da das Boot durchtragen, muss ich euch das schon mal zeigen. Schaut euch das bitte an. Der kleine Spatz. Und hier, meine Freunde, hier kommt das Wasser. Alter Schwede. Alter, das wird legendär, Leute. Los geht's. Alter Falter. Alter Falter, und der Störenfried ist auch noch hier. Aber den lassen wir in Ruhe, den kleinen. Na gut. Wie sich herausgestellt hat, haben wir hier 20 Meter Wasser vor uns und dann ist die Sache zu Ende. Mal schauen, vielleicht kommt da noch ein zweites Wässerchen. Da haben wir das 4-Mann-Boot für 20 Meter genommen. Die hätte der Patrick auch vorkraulen können. Bei der Hitze würde ich eh gern schwimmen gehen. Das sieht voll frisch aus. Na gut, das Baby wird zu Wasser gelassen. Los geht's, Leute, ich bin hyped. Was ist das für eine elegante Pose, Patrick? Der Captain Jack? Der Captain Jack, damit ihr reinkommen könnt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass einer von uns vielleicht heute noch baden geht. Alter, das sieht mir sketchy aus. Alter! Nein, die gehören so, glaube ich. Geh scheiß drauf, paddel mal rüber. Aufpassen, aufpassen! Oh, das ist arg spitz! Alter, schaut euch das mal an! Die 20 Meter, die wir da lang tuckern, bis der Security gleich kommt! Das ist der neue Partner. Sag nicht, du springst jetzt wieder! Ja, ich springe! Ja, Alter! Was ist das? Wasser! Gib mir.
sprechen wir. Gehen wir als Erster. Gehen wir. Alter, wir haben keine Ahnung, was das ist, Leute, aber es gibt auf jeden Fall drei Türen. Das heißt, wenn die alle zu sind, Arsch. Oh. Ein Gebläse. Aha. Irgendwelche Filter. Aber da drüben ist noch eine Tür. Da kommen wir da wieder hinterher. Es wird langsam warm. Verdammt, ah, das ist die Garage. Die Garage? Da geht's in die Garage. Ja, das ist die Abluft von der Garage, meine Freunde. Das ist sicher die Zünste. Leute, Leute! Warte! Da können wir jetzt nicht durchgehen. Da war plötzlich eine Quietschente am Boden. Da ist eine Gasschranke jetzt. Boah, Feder, du Schwein. Okay. Bitte den Notstand ausrufen. Das nächste Loch. Da geht's nochmal 2 Meter runter. Und wohin geht's dann? Eigentlich müssen wir da runter, warte, ja, gerade recht. Das ist die einzige Lösung. Wenn mal irgendwelche Parkour-Touristen einen Schlafplatz brauchen, haben wir jetzt einen Ort auf jeden Fall gefunden. Ja, das ist ein hier ist schön warm und man braucht ein Boot. Leute, ich hab schon wieder was ge... Was war das? Halt dich nur im Rahmen vielleicht an, warte. Okay. Sag der Mama, dass ich's lieb hab. Ist okay. Alter Schwede. Na gut, Quark. Yes. Stock Nummer 2. Yes. Alter, das ist ein arges Thumbnail. Alter, die Thumbnails. Yes. Da ist wieder nur ein Lüftungsschacht. Aber das Ganze wieder rauf jetzt auch. Aber hier sind wieder einige Türen. Zu? Ja. Ach, eieieiei. Den Graffitis zufolge waren hier schon einige Leute. Ah, und wir waren tatsächlich hier oben vorhin. Na gut, um die Mission weitermachen zu können, müssen wir zuerst eine spezielle Diät machen. Da müssen wir echt die Brot-Wasser-Diät machen, wenn wir da durch wollen. Na gut, ich glaube, das war's von der Mission, oder? Ja, jetzt müssen wir irgendwie wieder raufkommen. Ah, wisst ihr, was mich am meisten freut? Was? Dieses Brot einzupacken. Ach Leute, es ist immer so lang lustig, bis man checkt, dass es gar nicht mehr weitergeht. Das ist mir eng, ja. Oh, das ist eine schwere Geburt. Ich bin da so umständlich hoch. Na gut, Fredo. Hat uns gefreut. Ciao. Na gut, mach mal zu. Lass das Licht wegleuchten. Na gut, mach mal zu. Da da jetzt nicht so viel Material für den Vlog war, hat sich der Fredo freiwillig bereit erklärt, jetzt rüber zu schwimmen. Durch diese Dreckslake. Frisch, rein, Gletscherwasser. Zieht sich schon um, macht sich bereit und morgen kommt dann die Scheiße rein. Boah! Alter, das ist so geil! Das ist richtig frisch! Alter, die alte Wassernixe wird uns jetzt gleich rüberziehen. Ah, Bro, es ist eiskalt. Na gut, auf ins Gewicht! Ah! Ciao, Tommy! Wir sehen uns dann morgen! Diese alte Wo ist unser altes Zugpferd? Okay. Vorsicht, Toastbrot! Alter, das Toastbrot! Mit der Scheiße drauf! Was? Der schaut sich das aber an! Das Toast! Jupp. Wir haben noch 1%, das heißt, es wird gleich im Handy weitergefilmt. Aufs Outro haben wir leider wieder mal vergessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem Parkour-Vlog, wie sonst auch immer. Nicht vergessen, abonnieren, unterstützt den Kanal und wir sehen euch im nächsten Video. Haut rein, Leute.